Ja, ich erinnere mich. Da war was. Kugelsichere Weste. Frag mich zwar, warum der Alert-Zombie da ist, aber Drahan, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und herzlich willkommen. Wie war dein Stream? Was habt ihr gezockt? Und wie geht's dir? Oh. Euch. Du bist jetzt auch chill. Nee, ich wollte eigentlich nur mal kurz was angucken. Aha, du bist weit weg. Aber ich kann mich ja. Ich kann ja wieder wegsehen. Leo ist ein Gartenzwerg. Ah, stimmt. Und? Wie war Razy? Razy vor allem. Razy 1. Razy. Ja, ich habe. Oh Gott. Dragon beim letzten Mal zugesehen. Da war er gerade bei diesen ekelhaften fetten Spinnen. Wovon reden wir? Reden wir gerade vom ersten Teil? Ja, von Resident Evil 1. Dragon hat das gerade. Ich glaube, die werden im Remix sind die, glaube ich, nicht mehr da. Doch, sind sie. Ach so. Ja? Sind sie. Oder war das nur im Remix von Resident Evil 2? Ich glaube, da sind sie nicht mehr da. Gut, sehr gut. Sehr gut. So, let's begin. Da sind sie nicht mehr da. Gibt doch. Gibt doch eine ganz große. Nemesis! Es gibt echt doch eine größere? Ist die auch so haarig? Wenn du von einem. Wie gesagt, als ich ja neulich bei dir reingeschaut hatte, das war echt. Das war hart. Also, ich hab dir von da hinten zugesehen. Also, ich saß auf dem Sofa dann. Ich konnte hier vorne nicht mehr sitzen. Das war mir dann doch ein bisschen too much. VLP? Mhm. Hast du nicht gestern irgendwie gesagt oder geschrieben, dass hier auch teilweise Zombies mit auf der Karte rumlaufen? Yep. Einfach so? Also, hier steht Zombie. Irgendwas von Zombie bei Nemesis. Bei Nemesis ist es so, dass auf der Map mindestens zwei Zombies rumlaufen. Mhm. Wenn die euch packen, also sobald sie halt in einem gewissen Radius sind, werden sie auf euch aufmerksam, kommen an und ihr werdet dann infiziert, wenn sie zu nah dran sind. Und Frisches, vielen lieben Dank für 3 verschenkte Subs an Black Mottems Barbecue Benne und Labarama. Vielen lieben Dank. Barbecue. Labarama oder Labarama? Labarama. Guter Name. Ja. Der ist sowas wie Futurama, bloß für Lava? Nee. Nee, aber es laufen tatsächlich Zombies darum. Und es ist auch etwas creepy. Bin sehr gespannt. Und danke für 1000 Bits. Vielen lieben Dank. Wir sind leider nicht auf der neuen Map, leider. Wir sind nicht in Raccoon City gelandet, sondern in der Tagesmap, sag ich jetzt mal. Dragon, was spielst du denn Resident Evil 2? Würdest du ja die Reihe spielen? Wann fängst du mit dem zweiten an? Okay, Zombie, wo seid ihr? Wenn du kennst, nimm ihn. Oh, da ist er. Ah, okay, da jetzt Zero. Zero, sehr cool. Da ist er. Da ist ein Zombie. Hey, bleib weg von mir. Und wenn ihr so Metallkisten seht, da ist entweder ein Impfstoff drin oder irgendwas anderes. Kann da was Nemesis. Noch was drin sein. Nemesis, lass mich in Ruhe. Ja, da ist hier irgendwo. Und Zero, was sagt denn Resident Evil 3 Original? Oh. Stars. Nach Zero geht's weiter mit 2, sehr gut. Stimmt, du hattest doch gesagt, dass du nicht wusstest, wie du den nullten Teil, also Zero, einordnen solltest. Ich erinnere mich, da ist ein Zombie. Ah, ihr seid alle in meiner Nähe, ich hasse euch. Das ist aber gemein. Das ist nicht nett. So, ich muss mal die Lautstärke runterschmeißen. Ich hab nichts geschafft bisher hier. Nicht per Tiefer lassen, ich wollte. Oh. Ach, die meisten Generationen sind. Okay. Ich hänge hier mal ein bisschen. Oh, Scheiße! Ab. Läuft. Warte, ist er noch bei dir in der Nähe? Jo. Nee, ist er nicht. Nee, er hängt hier nicht bei mir rum. Leg mich am Arsch! Verpiss dich! Ich will nicht mehr. Ich hasse mein Leben. Oh. Hi, Nemesis. Wo ist denn der? Sachchen, bei mir. Ja. Das ist ja das Bravo-Team. Oh Gott. Zero, bist du tot? Nein. Ah, echt? Also, Zero kenne ich überhaupt nicht. Da habe ich noch gar nichts von gesehen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wofür der ist natürlich hinter mir her. Eigentlich da? Hä? Der Impfstoff, wofür ist der da? Wenn du ein blaues Feld um dich herum hast, also wenn du infiziert bist, dann kannst du diesen Impfstoff nehmen und dann bist du nicht mehr infiziert, logischerweise. Ah, okay. Wuppdi freaking du. Ich weiß gar nicht, du irgendwann, je nachdem, wie oft du getroffen wirst, sinkt dein Leben automatisch bergab. Zombie. Aber die also Zombies. Quasi. Damage over time halt, ne? Und Nemesis ist halt in dem Sinn halt auch scheiße. Weil er kann halt Kraft sammeln, indem er Zombies zerstört. Wow. Hallöchen. Sag bloß. Und ich glaube, es gibt drei Stufen. Und je nachdem, welche Stufe er hat, kann er dich auch, wenn du infiziert bist, mit einem Schlag one-hitten. Glaube ich, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ja, aber spielt tatsächlich ein bisschen anders aus. Also ich habe ja gestern einmal Nemesis gespielt. Und wie gesagt, der ist echt hart zu spielen. Und allgemein auch ein sehr, sehr starker Killer. Oh no. Sehr, sehr stark. Scheiße! Ich verkacke heute alles. Strong. He's pretty strong. Und Nemesis. Die Zombies können Nemesis auch zeigen, wo man ist. Also sag bloß. Da weiß ich aber nicht genau, wie es funktioniert. Zieht man wieder die Arschkarte. Ja, die Überlebenden ziehen die Arschkarte. Aber du kannst zumindest mit Jill kann Sprengfallen erstellen. Ja, ich kann eine Blendgranate benutzen. Ah, okay, ja. Leon hat die noch nicht gespielt, deswegen weiß ich das leider nicht genau. Kann halt nur von Jill reden, weil sie hat halt eine Sprengfalle. Leon, Jill geht Scott aber, Kennedy. Also die Sprengfalle geht erst, wenn 66% der Generatoren von einem Charakter repariert wurde. Also ein Generator bei 66%. So. Und ohne Hilfe der anderen, glaube ich. Ich glaube. Mal was überprüfen. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, will ich gucken. Eine ist infiziert. Achso, scheiße. Das wird eine ganz schlechte Runde. Paya, ist er bei dir gerade? Ja, ne? Oder? Nee. Nee, doch. Ziemlich in meiner Nähe, ja. Echt? Seh ich. Er schlawinert hier immer rum. Ja, ich höre ihn gerade. Da ist ein Bagger da. Ich bin gerade beim Bagger. Ja, lass mich. Ich bin jetzt so gut wie tot. Das lohnt sich nicht. Komm, das... Nein! Nein! Scheiße! Nein! Okay. Sorry. Nicht schlimm, alles gut. Die andere hat sich auch töten lassen. Okay, aber so ich bin. Was soll's? Ja, ich bin gleich wieder Bill. Also ich bin mit Jill ganz zufrieden, aber ich. Ich war so konzentriert heute. Und konzentriert. How could you? Hallo Masaki. zwei Kennedys rennen um die Wette. Scheiße. Ja. Ja, nicht. Scheiße. Ja, gut, Luke vergessen wir mal. Ich laufe irgendwie auf dieser Seite der Map rum. Lass mich hier fällen. Papi. Nein. Sowas von unverdient. Wenn du lebst, lebst du halt. Ja, ich habe aber nichts gemacht. Ich habe nur Scheiße gebaut. Der Tod war keine Zuflucht. Ich habe nur Scheiße gebaut. Ich habe auch so ein bisschen am Haken rumgehangen. So, ihr Jungspunde. Ich habe nur Generatoren verkackt. Bill wieder am Start. Oh, Bill Overbeck. Ich bin back.
Also war ein guter Killer. Eigentlich. Okay, der war teilweise gut und teilweise schlecht. Ja. Ja. Gewöhn dich dran, Kleiner. Ich weiß auch nicht, ob der mich eben gerade gesehen hat. Und aus der Ferne. Ich konnte ihn wunderbar sehen. Ich hab schon mit Zombies gekämpft, als du noch in den Windeln gelegen hast. Nein, ja, ich glaube nicht. Doch. Nein. Aber ich weiß gar nicht, wann spielt Resident Evil und wann spielt Left 4 Dead? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, warte kurz. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Resident Evil in den 90ern spielt, weil da das Spiel rausgekommen ist. Ja, deswegen sag ich ja, ne? Evil 1. Wäre halt irgendwo. Ja. Ich jetzt nicht, aber. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Nicht alle Erstveröffentlichung, sondern. In welchem Jahr spielt Resident Evil 2? okay, ja, das steht einfach nur. Wer hat Resident Evil erfunden? Shinji Mikami, ja. Das ist nicht das, was ich brauche. Such einfach nach Dokumenten aus Resident Evil 2. Irgendwo steht bestimmt eine Jahreszahl. Bist du zwar ein paar Stunden beschäftigt, nach der Jahreszahl zu suchen, aber du findest irgendwann eine. Wie lange dauert Resident Evil 2? Ja. Mal gucken, ne? 8 Stunden. Ja. Echt? So kurz? Ja, okay. Die grundlegende Handlung von Resident Evil 2 ist in einen A- und B-Run unterteilt, während wir in unseren ersten Durchlauf mit wahlweise Leon S. Kennedy oder Claire Redfield. Ich würde mich immer wieder für Claire entscheiden. Rund 8 Stunden Spielzeit. Also wir sind schon ausgewählt. Wir sind schon in einer in einem Match. Match. Alles wartet nur auf den anderen Leon. Aber passt eigentlich, wir sind so eine richtige Zombie-Töter-Gang. Ich meine, Bill kommt aus einem Zombie-Spiel. Mit dem Unterschied, dass keiner von uns die Zombies töten kann. Weißt du, ja, in Resident Evil machen sie so richtig geile Moves und kriegen das alles wunderbar hin. Ja, und hier laufen sie schreiend vor Zombies weg. Ah! wenn ich eben daran denke, wie Nemesis plötzlich hinter mir stand. Ich habe mir so minimal erschreckt. Wobei man in Resident Evil auch vor Zombies wegläuft, ja, wenn man keine Munition mehr hat. Ja, also, oder Munition sparen möchte. Also so ähnlich wie es mir bei Fallout da gehen wird, wo ich irgendwann wahrscheinlich einfach nur noch schreiend wegrenne, weil ich meine ganze Muni verbraten habe, weil ich einfach zu blöd bin zu schießen. Immer noch das Wettsystem, das quasi. Ja, ich weiß, aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die große Welt von Fallout New Vegas. Neu-Vegas. Vegas, Neu-Vegas. Baby! Vegas, Baby, yo! Das nee, ich unsere ganzen. Ja, vorhin 1,5 Stunden habe ich Sony Vegas, genau. Fallout New Vegas. Fallout New Vegas angespielt. Und wie ist das Spiel so, Sony Vegas? Wie findest du es? Ich kann tatsächlich nicht so viel sagen. Ich habe sehr viel mit der Charaktererstellung da zusammengefangen. Das stimmt. Und es ist halt für mich eine enorme Umstellung von Witcher 3. Jetzt auf Fallout umzusteigen. Mhm. Aber die Story fand ich bisher ganz okay. Also ganz interessant. Zur Spielmechanik selber kann ich noch gar nicht so viel sagen. Okay, mit dem Schießen komme ich halt einfach noch nicht klar. Nein! Oh, dang it! Und er hat mich infiziert. Und ich muss erstmal kotzen, wie bei Corona. Ach, schon wieder anders. Okay. Es soll aber gesagt sein, der Impfstoff ist begrenzt. Der lädt sich nicht wieder auf. Das heißt, es gibt so einen gewissen Impfstoff, eine begrenzte Menge Impfstoff auf der Map. Also nicht sofort zu so einer Kiste hinrennen, sondern Jingle. Ein bisschen warten vielleicht. Je nachdem, wie lang die Runde natürlich ist. Hat mich das jetzt nicht getötet? Also solange es nicht permanent runtergeht. Nein! Och, komm schon. So, alles gut. Okay. Welcher Leon ist da gerade bei mir? Der andere. Ah, okay. Der Fake Leon. Ich bin Nemesis. Ich bin groß und böse. Scheiße. Und ich habe viele Schläuche in meinen Dingen. Oh, Kacke. Und da ist ein Zombie.
Und hallo, Nemesis. Ah! Jill, renn! Rette dich! Ja, das erste Mal, dass ich infiziert bin! Ja, willkommen im Club. Oh, scheiße! Da war ja ein verfickter Zombie. Wo ist Nemesis? Ja, wir laufen lassen. Keine Ahnung. Ich weiß gerade, also ich weiß nicht, ob er bei mir gerade campt. Der hat mich angeblendet. Weißt du, dass hier ein Zombie ist? Ja. Der Zombie hat mich infiziert. Oh, ich auch. Aber da ist Nemesis. Er rennt ins Gebäude. So. Kann ich zu dir kommen, oder? Ja, also... Ja, sieht sicher aus. Ah. And... Thank you. Dann hol ich mir mal lieber was zum... Okay, ich bin in der Nähe. Oh, Schnitzel ist er mir. Dieser blaue Schleim, ey. Oh, er hat eine Peitsche. Ja, eine Fleischpeitsche. Yummy. Ja, das soll ein Tentakel sein. Ja. Lass mich raus. Du blödes Viech. Ich will hier weg. Ich hab einfach mehr. Ist er bei dir, oder? Ne, er geht gerade in eine andere Richtung, wo zwei Leute beieinander hacken. Oh. Das seid wohl ihr. Yes! Die Frage ist jetzt, Kaya oder mich? Ich sehe nämlich bei mir gerade keinen. Ich war mit dem anderen Leon da gerade an. Okay. Dann versuche ich mal zu retten. Kein Ding. Ah, okay. Du nicht. Ich werde mir mal ein bisschen Kur holen. Mach das. Gimme da Cure. Gimme da. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich ein Impfstoff ist, wenn man schon infiziert ist. Im Endeffekt ist Impfstoff ja dazu da, damit man sich nicht infiziert. Ja. Okay, gib mir da Impfstoff. Gib mir da Impfstoff, infizieren. Alter, ich erschrecke mich ja vor allem heute. Spaß nur. Ja, deswegen habe ich mich erschreckt. Alter, wo bist du denn hinter mir her? Mach ab, Zombie. Nein! Ey, blöde Kuh! Aber nein! Warum haben die keine Knarren, ey? Scheiße. Weil Dead by Daylight sonst zu leicht wäre. Verpiss dich. Also hat niemand wirklich eine Klare, außer mal der eine Typ aus dem Wilden Westen. Das ist noch nie meine Knarre. Ich hab keinen Bock mehr. Alter, ich hab gestern Nacht schon die ganze Zeit geschrien. Nein, häng mich nicht auf, das tut weh. Muss mich nicht nochmal schlagen. Warte kurz. Ah, nett. Ist er wirklich? Nee, er ist glaube ich noch in der Nähe. Ich hab seine Fleischpeitsche gehört. Ja, er ist im Haus. Okay, nein, holt mich nicht! Lauf weg! Lauft weg! Ja, ist hier gerade. Ihr bringt euch nur selber in Gefahr. Ja, da stehe ich drauf. Jetzt? Der ist ja noch. Er verfolgt den anderen Leon. Das ist mir egal. Ja, nein, rette mich bitte nicht. Der ist hier wieder. Ist hier wieder? Ja, ich häng hier noch, Junge. Soll ich den retten? Okay, er ist immer noch in meiner Nähe. Ja, ich weiß, ich bin quasi hinter dir. Jesus. Er ist im Haus, aber immer noch sichtbar. Okay, Spitze. Jetzt ist er, glaube ich, hinter Dio her. Ja, er hat mich. Er wollte auch in der Nähe. Würde ich ihn retten oder nicht? Das bleibt dir jetzt überlassen. Wie gesagt, er ist hier direkt. Oh, Dio. Ich würde den anderen retten. Leck. Okay. Scheiße. Nee, jetzt. Jetzt würde ich gar keinen mehr retten wollen.
Das läuft, glaube ich, nicht ganz so gut. Ja. Fetti, hält mich doch. Na komm, Fetti. Einmal mit Profis, ey. Kein Bodyshaming hier. Ich meine mich. Kein Bodyshaming hier. Ich meine mich. Bye, bye. Und weg. Mhm. Bye, bye, so. The American Pie. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ich weiß nicht, wie der Song weitergeht. Schubidubidub. Ich meine, es ist ein... Oh, warte kurz. Okay, vergiss es. Gut. Ich habe noch nicht dazu gehört. Nein, da ist er. Ich habe wieder einen Punkt verloren. Hier ist ein Moment, wenn man am schlechtesten war. Okay, vergiss es. Yep, ich bin tot. Wir sind alle tot. Das ist schön. Das ist schön, aber. Das ist schön. Wir sind alle tot. Das ist schön. Das ist doch schön. Das macht Spaß. So macht das Leben Spaß. So machen Spiele. So sind Spiele toll. Oh ja. Jeez Louise. Ich will die Taschenlampe nicht verwenden. Ich hab Bock auf die Taschenlampe. Wir nehmen die Taschenlampe. Wo ist das andere Jill-Talent? Ja. Achso. Da. Da. Jetzt sind alle wieder da. Alle wieder vereint. Bup. Bup. Und was mache ich jetzt? Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, 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 bang. So. Das könnte man gut als Shooter, für Shooter verwenden. So. Meinst du? So ein Video, so aus Explosion. So bang, bang, bangity bang. Ich sag bang, bang, bangity bang, 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 bang. Und dann. Ich weiß gar nicht, war das. Ja. Ich überlege gerade, was, in welchem Kontext der Song gesungen wurde. Außer mal, dass es ein How I Met Your Mother ist. Weil das weiß ich. Weiß ich gar nicht mehr. Kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Da habe ich zu lange nicht mehr gesehen dafür. How I Met Your Mother war ja quasi das Friends nach Friends. Das Friends nach Friends? Das Friends nach Friends. Friends, 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 Friends. Friends, das Friends, Friends mochte ich nie. Post-Friends. Friends mochte ich nie. Ich habe weder das eine noch das andere gesehen. Du magst keine Friends? Ja, ich habe keine. Deswegen mag ich so. Nein, Quatsch. Forever Alone oder was? Ja. Alone, Alone. Alone, alone. Hallo. Wir sind allein. Wieso singen sie das? Ist doch niemand interessiert. Oh Mann. Alone, alone. Alone, alone. Wir sind allein. Ist mir egal. Ist mir egal. Was egal, ist ihnen egal. Ist mir egal. Egal. Roboter mit Senf. Egal. Ist mir egal. Ist mir scheiße, ist mir egal. 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 Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Ich hatte mich gestern, ich weiß gar nicht, ich glaube, Dufte war dabei. Nanaki. Hm. Also Dufte Streams, nicht Dufter Typ. Da hatten wir uns über, einige Lieder unterhalten, unter anderem auch Banana Phone. Ding, oh, ring, 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 ring. Ja, Banana ich hab Phone. Den Alert gefunden. Ring, 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 ring. Und rat mal, wer ihn reingesetzt hat. Nein. Doch. Du? Voll geil, ja. Nein. Doch, ich hab's gefunden und ich fand das so cool. Nein. Doch, ey, Banana Phone ist doch geil. Ring, 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 ring. Banana Phone. Oh, wir sind wieder in der Fleischfabrik.
Ja. Obwohl, die Fleischfabrik ist keine schlechte Map, ehrlich gesagt. Ich mag sie nicht. Ja. Das spielt sich dann nicht richtig so oft. Ring, 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 banana phone. Ist leider nur die kurze Version. Ring, 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 banana phone, it's so amazing. Ja, es gibt auch noch die lange Version, aber ich fand die zu lang. Ah, da muss ich nochmal gucken, ob ich die nicht doch nehme oder ob ich die runterladen kann und kürzen kann. Und dann ersetze ich die nämlich durch diese hier. Weil die ist dafür einfach zu kurz, aber ich wollte die unbedingt drin haben. Ich habe, glaube ich, nur 2 Liter. Aber ich wollte Bananaphone haben. Scheiße, wie komme ich hier wieder nach oben? Du wolltest Le-Bananaphone? Ja. Du wolltest das Ring, 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 Bananaphone. Ganz ehrlich, das war damals mein Klingelton. Ja, das wundert mich nicht. Scheiße! Auf meinem allerersten... Hey, nicht in diesem Ton, junger Mann. Okay. Ich liege direkt neben dir. Nein. So ist es schon besser, brav. Oh, hier ist ja. Ach, komm schon. Okay. Ich höre Zombies. Schnitzel. Wo? Ich höre Zombies. Schnitzel. Dankeschön. Okay. Leave me alone, you. Bing. Hi! Fisch. Es ist immer sehr schön, wenn du verfolgt wirst, um dann gerade erstmal eine Ladesession zu machen und das Bild bleibt stehen. Ich bin gekommen, aber infiziert. Aus diesem Grund liege ich hier schon wieder am Boden. Das bin ich. Ihr fragt euch sicherlich, wie ich in die Situation gekommen bin. Nein. Aus welchem Film nochmal? Das kommt mir bekannt vor. Naja, viele Filme nutzen das. Das ist ein bisschen Klischee. Ja, gut, da kenne ich jetzt gar nicht mal so. Ja, ich kenne zum Beispiel Rest in Peace Department nutzt das. Ja, der Film ist so geil. Jo. Da habe ich auch zuerst mal das Wort Schweinepriester gehört. Toller Film. Kaya, kann es sein, dass du schon wieder hängst? Na, was? Nein! Ich? Ja, wir hängen doch alle sowieso zusammen ab. Wie kommst du denn darauf? Weiß ich nicht, es wirkte so. Nein, Blödsinn. Mir geht's prima. Echt? Nee. Ist ja schon wieder hier dieser Penner, ey. Ja, du wirst ja auch nicht mit ihm kuscheln. Du wirst Generatoren machen und nicht mit ihm kuscheln. Ja. Ja. Aber wenn ihr ja, so nett am Kuscheln seid. Ich wollte eigentlich nur was sagen, aber ich hab den Text vergessen. Und geschafft. Oh, jetzt muss ich aber in die andere Richtung rennen. Ich hab meinen auch gleich, also was ist gleich, aber ich hab auch meinen Feld fertig. Wenn also es gut läuft. Wenn alles nice und smooth goes. Und der eine ist disconnected. Oh. Ja. Ach komm schon. Toll, drei Dudes alleine. Hey, bist du hier? Ne, bist du gar nicht. Zombie, scheiße. Oh, Schnitzel. Geh weg, lass mich in Ruhe. Jo. Und natürlich werde ich wieder infiziert. Roy, I'm not surprised. Leave me alone. Verdammt. Mit deiner Peitsche. Und deinen Zombie-Viren. Genen. Genen. Nein! Genen. Willst scheiße. Du auch genen? Gehen wir. Schnitzel! 100 Pro, wenn ich ihm welchen die Arme. Okay. Ja, so halb, ne? Blödi. Du bist ein Doofmann. Ein ganz doofer Doofmann bist du. Stell dir das einfach mal vor. In Resident Evil so. Statt irgendwelche Schimpfwörter so. Doofmann! Ja. Das wäre witzig. Oder seid ihr gerade mit anderen Dingen beschäftigt? Ist er bei dir? Ja, er hängt noch ein bisschen rum. Ah. Ich glaube, er kommt jetzt in meine deine Richtung, Aidaria. Yep. Oh ne, warte, er hängt noch bei mir rum. Ja, geht so ein bisschen im Kreis. Mal Bescheid, wenn er irgendwie aus deiner Reichweite ist. Weiß halt nicht, also. Gerade habe ich ihn noch gesehen, aber ich glaube, jetzt ist er weg. Toll, was ist das denn für eine Kacke? Achso. Ja, yep, er kommt in meine Richtung. Oder? Ich hab ihn zumindest gerade gehört. So. Oh ne, er ist immer noch da.
Was? Geh weg, geh weg, da sieht dich gleich. Ja, okay. Okay, ich glaube, er hat dich gesehen, ja. Nein. Doch, er ist hinter dir her. Ich versuche mal einen Fluchtversuch. Ja, stimmt. Das warte. Hat nicht wirklich was gebracht. Warte, ich komme. Ja. Wenn er mich jetzt nicht gesehen hat. Es ist zu spät für mich. Nein, was hat der denn für Pestbeulen am Arm? Ist ja eklig. Das sind keine Pestbeulen. Was ist denn das? Also renn mal in die Richtung. Okay, wenn wir das spitzen, sind wir ein bisschen nah? Ja, warte, ich renn kurz weiter, warte, komm. Okay. Warte. Jetzt bin ich ein bisschen high. Jo. Willst du mir den Rücken massieren? Ja. Sieht jetzt immer aus so. Oh, du bist so ganz verspannt. Genau. Was daran jetzt so seltsam, so seltsam war das jetzt auch nicht. Warum hat er eine Wand geschlagen? Weil er Bände mag, mich mag. Obwohl. Egal. Versuchen wir gar nicht erst eine Paste in den Sinn zu finden. Einfach nur reparieren. Und nicht sterben. Das werden wir sowieso. Wenn möglich. Ach, ich habe teilweise das Gefühl, dass die Profis einfach die ganze Zeit jetzt diese Beta spielen. Ja. Weil gestern habe ich zum Beispiel auch nur welche entdeckt, die. Warte mal. Okay. Geschafft. Die ein höheres Level. Oh, er ist wieder hier her. Oh nein, er hat mich gesehen. Naja, okay. Er hat mich gesehen, aber er hat mich ignoriert. Leck mich! Warum klappt das nie? Es ist und bleibt ein Ring. Rennen wir einfach weg. Ich hing noch nicht. Ja, ich versuche währenddessen das zu reparieren. Ja, das wird Zeit. Mal sehen, ob das klappt. Das wird Zeit. Immer doch. Nein! Du kleines Piep-Ding! Ja, ich komme dich gleich rücken. Du kleine Pestbeule. Sieht echt so aus, ne? Du solltest mal was gegen deine Blase da machen. Das sieht echt nicht schön aus. Das ist bestimmt eine Entzündung oder so. Wahrscheinlich, ja. Vor allem, der tötet die ganze Zeit seine Zombie-Leute. Um seine Punkte da zu kriegen. Ist er weg? Ah, okay. Der ist dahinter da. Nein, da ist er! Okay, er hat mich ja nicht erwischt. Gut. Bye! Nein, in der Richtung. Das war nicht so, wie es geplant war. You don't say. Oh Mann. Okay, wir sind beide sowas von tot. Oder ich wenigstens. Ich will sowas von tot. Ja, du, nee, passt. läuft. Wir haben Flürchen. Ey, mein, wir haben in dieser Runde wenigstens 3 Generatoren fertig gekriegt. Das läuft doch. Ja. Und tot. Wem auch sei, ich gehe noch mal kurz. Ja, ich hänge noch ein bisschen rum. Jo, ich gehe kurz auf die Toilette. Ach ja, jetzt werde ich auch mal getötet. Jo! Bis gleich. Ich doch schon jetzt nicht mal ein Spieler. Abgeschmiert. Okay. Ja, aber mal mit nur einen schwarzen Bildschirm gehabt, nichts hat sich getan, aber jetzt. Ja. Also deswegen warst du so lange ruhig. Ja. Also die Leute spielen ja echt, wenn wir dabei sind, echt mit Noobs. Ja. Rip Sound. Sehr geil. Yeah. Eine kleine Schweigeminute für unsere Gruppe. Der andere mit Stufe 4 oder was das war, hat wahrscheinlich nur gedacht, Alter, nehmt mir durch, hab ich keinen Bock mehr. Piese durch. Das könnte er wahrscheinlich gedacht haben. Ja. Nicht nur wahrscheinlich. Ja. Bei unserer noobigen Gruppe ist das sehr sicher. Ach, so noobig sind wir eigentlich gar nicht. Die anderen sind einfach nur zu gut für uns. Klar,
Dörlich! Ja. Man muss sich das immer alles passend zurechtreden. Dörlich, dörlich. Sicher, sicher. Sicher, Digga. Sicher. Ich bin schon lange nicht mehr Jake Arg. Bam, bam. Ich bleibe Jill. Ja. Jill. Nur Scheiße hier, das ist doch aber nicht schön.